So, da sind wir wieder und wir haben noch zwei Aufgaben zu erledigen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier zu Sebastian, schauen mal, was er von uns möchte und danach gucken wir bei Professor Weasley vorbei. Einmal müssen wir hier runter. So. Unser Mantel macht mal wieder, was er will. Da ist Sebastian. Schön, dich zu sehen. Sebastian, ich habe deine Eule bekommen. Was ist los? Ominous hat Anne gesagt, was mit meinem Onkel Solomon geschehen ist. Sie meint, ich müsse dafür gerade stehen. Aber sie will mich nicht ausliefern. Sie meinte, die Schuld, mit der ich leben muss, sei Strafe genug. Es tut mir so leid. Aber ich bin froh, dass du jetzt deinen eigenen Weg gehen kannst. Die Sache ist, ich glaube, ich habe meine Schwester, mein Zwilling, für immer verloren. Sie will mich nicht mal sehen. Ich kann sie nicht verübeln. Ich kann es keinem von euch verübeln, wenn ihr mich jetzt aufgebt. Ihr habt an mich geglaubt und ich habe euch enttäuscht. Ja, er ist eindeutig zur dunklen Seite abgedriftet. Aber wir können ihm jetzt, glaube ich, auch nicht sagen, hier, vielleicht vergibt Anne dir nie. Das wäre zu hart. Aber vielleicht ändert Anne ja ihre Meinung irgendwann mal, wenn sie der Meinung ist, dass er genug gebüßt hat. Aber ich kann es durchaus verstehen, dass sie momentan nichts mit ihm zu tun haben möchte. Anne braucht vielleicht nur etwas Zeit. Sicher vergibt sie dir irgendwann. Ich hoffe, du hast recht. Ich weiß, ich kann es nicht rückgängig machen, aber ich kann jeden Tag versuchen, es besser zu machen. Ich schulde dir und Ominous viel für euren Beistand. Es war nicht leicht. Aber ich glaube an dich, Sebastian. Ich hatte schon am ersten Tag in Verteidigung gegen die dunklen Künste ein gutes Gefühl bei dir. Das scheint Ewigkeiten her. Danke. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich bin dankbar für deine Freundschaft. Kein Gut, dass du Problem. nach Hogwarts kamst. Obwohl, naja, ich weiß halt auch nicht. Er ist wirklich ganz schön abgedriftet. Dann lassen wir ihn mal alleine. So, jetzt müssen wir zu Professor Weasley uns auf unsere Zacks vorbereiten. Oh. Sie ist in ihrem Büro. Professor Weasley, Sie wollten mich sehen? Allerdings, wir haben nicht mehr gesprochen seit. Ich weiß, dass Sie Professor Fig sehr nahe standen. Hogwarts wird ohne ihn nicht dasselbe sein. Nein, wird es nicht. Aber er würde sicher wollen, dass wir weitermachen. Und er wäre beruhigt, wenn er wüsste, dass die Zukunft der Welt der Zauberei in Ihren Händen liegt. Vielen Dank, Professor. Es war ein großes Jahr für Sie, in und auch außerhalb von Hogwarts. Es gab viele Gerüchte. Sie hätten ein Grabhorn geritten, sich mit einem Kobold angefreundet und Hippogreife gerettet. Dass Sie sich sogar bei der Jagd der Kopflosen eingemischt haben. Woher? Es ist schwieriger, hier Geheimnisse zu bewahren, als man denkt. Ich bin froh, dass Sie in Miss Sweeting eine so gute Freundin haben. Schön, dass sie mehr Kontakt zu ihren Mitschülern aufnimmt. In letzter Zeit wurden in der Nähe offenbar Schnatzer gesichtet. Wenn man den Zentauren glauben darf, stecken zwei Hogwarts-Schüler dahinter. Ich bin nicht sicher, worauf. Schon gut, nicht der Rede wert.
Was ich gerne besprechen würde, ist Ihr Zaubererhandbuch. Darf ich es sehen? Natürlich. Oh, es ist noch nicht ganz vollständig. Was sagen Sie, Professor? Sie waren eifrig dieses Jahr. Ich sehe hier Fortschritte, aber ein großer Teil des Handbuchs muss noch vervollständigt werden. Zum Glück haben Sie noch Zeit, um sich auf die ZAGs vorzubereiten. Von dem Moment an, als Sie zu spät zur Einführungsfeier hereinstürmten, hatte ich so ein Gefühl, was Sie angeht. Ich bin froh, dass mein Instinkt mich nicht getäuscht hat. Wenn man bedenkt, dass Sie erst seit einem Jahr bei uns sind und bereits Ihre ZAGs ablegen, das ist schon erstaunlich. Vielen Dank, Professor. Für alles. Gern geschehen. Ich bin schon gespannt, womit Sie Ihre restliche Zeit bei uns wohl verbringen werden. Vermutlich damit unser Handbuch zu vervollständigen. Professor Weasley? Hier gibt's keine Geheimtür, glaube ich. Okay, lassen wir sie mal in Ruhe mit ihrem Bücherregal kuscheln. Wir haben einen neuen Auftrag bekommen. Wahrscheinlich müssen wir unser Handbuch vervollständigen. Der Hauspokal! Jahresabschlussfeier! Das steht ja auch noch. Ja. Oh. Bereite dich drauf vor. Schließe dein Zaubererhandbuch ab. Das müssen wir noch machen. Ah, benötigt Stufe 34. Das heißt, vorher können wir das gar nicht machen. Ob wir erst das Handbuch abschließen sollen, bevor wir... Ich habe so das Gefühl, wenn wir in die große Halle gehen, ist das Spiel vorbei. Sollen wir erst unser Handbuch vervollständigen? Ich weiß halt auch nicht, wann genau das vervollständigt ist, wie viel... Wir brauchen ja schon noch ein bisschen was. Okay, hier noch 10, hier ist noch ein bisschen mehr. Beschwörungen. Ah, Moment, wir brauchen Handbuchseiten. Aber die... Ach, das sind ja die hier. Oh, hier fehlen noch jede Menge. Ich denke, wir können danach wahrscheinlich immer noch alles sammeln. Mich interessiert jetzt einfach die Abschlusszeremonie. Oh, ich hab meinen Bruder. Ohne sie wäre Hogwarts wohl verloren. So. Auf zur großen Halle. Wenn ich mir einen Laden aussuchen müsste, wäre es Besenknecht. Die Frage ist, ob wir zur Abschlussfeier schon dürfen oder ob wir wirklich erst hier unser Handbuch vervollständigen müssen. Oh, wie cool. Erwischt.
War's das? Dieses Jahr hat unsere Schülerschaft die Tapferkeit von Godric Gryffindor gezeigt. Beruhigen Sie sich. Die Loyalität von Helga Hufflepuff. Die Weisheit von Rowena Ravenclaw. Und die Ambition von Salazar Slytherin. Also, den diesjährigen Hauspokal gewinnt... Schulleiter, Verzeihung, wenn ich dürfte. Es gibt jemanden mit unglaublichem Heldenmut während des Angriffs auf Hogwarts. Ganz zu schweigen von den ausgezeichneten Noten im Unterricht. Gerade erst frisch zu uns gestoßen. Nun, das scheint mir doch auf jeden Fall... sagen wir mal, 100 Punkte für das Haus wert. Finden Sie nicht auch? Ah, ja. Danke, Professor Weasley. Wir haben wohl einen Gewinner. Yay! Sehr, sehr geil. Unsere Fahnen. Yeah! Okay, damit haben wir hier den Abspann von Hogwarts erreicht. Wir haben also den Hauspokal gewonnen, aber okay, sie haben jetzt nicht mal Gryffindor oder irgendwas gesagt. Das heißt, es gibt immer wahrscheinlich 100 Punkte für das jeweilige Haus. Ah, ich hätte mir so ein bisschen die Flaggen gewünscht, am Ende noch so ein bisschen mehr Zauberei. Aber es war schon sehr, sehr geil. Ich hoffe mal, wir können jetzt noch wieder zurück. Ich bin mal gespannt, wo wir wieder einspringen, in welchem Punkt. Um dann weiter zu sammeln. Weil wir haben ja noch die Aufgabe, dass wir noch unser Handbuch vervollständigen müssen. Und wir haben auch noch lange nicht alles von der Karte gesehen. Auf jeden Fall scheint der Schnee jetzt weg zu sein. Dann war ja doch eigentlich mehr oder weniger das halbe Spiel wirklich überall Schnee. Was ich ziemlich cool fand. Und jetzt haben wir Frühling und wir können nochmal alles gemütlich und in Ruhe angucken. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. So, was war das? War das in Hogsmeade, die Mühle? Wobei, da war nicht so ein Damm. Okay, das war auf der anderen Seite von dem Tunnel, da die andere Gegend mit den Brücken. Da waren wir ja auch noch nicht, da standen ja überall die Erschwinderinnen. Aber ich feiere das Game schon richtig. Und es gibt bestimmt noch einige Easter Eggs, die wir überhaupt noch nicht gefunden haben, die wir vielleicht noch jetzt beim Erkunden entdecken. Und Maximallevel haben wir auch noch nicht erreicht. Level 40 müssen wir auch noch werden.
Okay, Freunde, dann würde ich sagen, genießt den Abspann und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.